Hi, herzlich willkommen zur Narrative Nummer 10. Die Narrative 10 ist heute ein bisschen anders. Mich kennt ihr schon von der Narrative-Sendung Amy Meyer. Und zusätzlich, was diese Woche passiert, ist, dass wir eine Live-Sendung streamen von einem Corona-Ausschuss. Und zwar, das ist super spannend, da geht es um die Rechtmäßigkeit der Corona-Maßnahmen. Dieser Ausschuss wurde gestern, heute und wird auch morgen live gestreamt. Ich fand das sehr schön, weil die Juristen haben ja einen anderen Blickwinkel, als man als Mediziner hat. Und ich fand also für mich ist es immer schön, wenn so einfache Fragen kommen wie möglich. Also ich denke, worauf es ankommt, ist, dass man die Dinge so erklären kann, dass viele Menschen sie verstehen, weil es ja viele Menschen betrifft. Und wir sind einfach verpflichtet, das alles so zu erklären, dass es die Menschen, die es betrifft, auch verstehen. Und ich finde, es ist ganz gut so gelaufen. Man konnte das, also mir ist es leichter gefallen, in diesem Dialog, in dieser Dialogsituation das darzustellen, was man von mir dann erfragt hat. Und ja. Haben Sie Hoffnung, dass dieser Ausschuss was erreichen wird? Also das, was dieser Ausschuss erreichen kann, ist Öffentlichkeit. Also diese ganzen Bilder und die Eindrücke und die Informationen, die man aus erster Hand hier bekommt, dass die von den Menschen aufgenommen werden und dass die dazu führen, dass Menschen möglicherweise auch ja, noch mal neu nachdenken und Dinge in Frage stellen und Fragen stellen. Das wäre toll, dann würde der Ausschuss tatsächlich was bewirken. Und dann kommt das Zweite hinzu, das rein Formale, was ja die Juristen auch dann betrifft, dass die Menschen ja in ihren Rechten beschnitten worden sind und dass die Menschen dann die Möglichkeit haben, ihre Rechte dann einzuklagen. Und das wird sicherlich eine Welle von Prozessen geben, weil vieles zu Unrecht geschehen ist. Viele Verwaltungsentscheidungen zum Beispiel übermäßig waren. Und da wird man dann Schadensersatz verlangen müssen. Und da wird man die zur Rechenschaft ziehen müssen, die diese Entscheidung getroffen haben. Also unser Ziel ist es auch, und ich weiß, dass auch die Rechtsanwälte, die hier vertreten sind, das Ziel haben, echte Sammelklagen zu erreichen. Und das, was wir jetzt erleben, diese Corona-Krise, ist eigentlich ein Beispiel dafür, dass solche Sammelklagen, wo Menschen, die in gleicher Weise parallel geschädigt sind, wo die sagen können, ich auch, aber nicht jeder einen Rechtsanwalt holen muss, nicht jeder den Rechtsanwalt bezahlen muss, wenn man das sich zusammentut. So in den USA gibt es das ja schon und in anderen Ländern. Und eine Sammelklage, nicht eine Musterklage, wo denn doch jeder klagen muss, sondern eine Sammelklage, wo man sich zusammentun kann, ein paar tausend Menschen oder wie viel auch immer. Und dann gibt es Rechtsanwälte, ein paar Rechtsanwälte, die gut sind, die dann für die Rechte dieser gleichermaßen geschädigten Menschen kämpfen. Und solche Sachen müssen wir in Deutschland einführen. Diese Corona-Ungerechtigkeiten, die jetzt passieren, wären ein wunderbares Beispiel dafür. Bei VW wäre es auch schon nötig gewesen. Nicht? Und bei anderen Dingen. Also es ist überfällig eigentlich, um die Rechtsgleichheit Verbraucher einerseits und auf der anderen Seite die Macht und das Geld, die sich alles leisten können an Rechtsschutz, was es gibt. Und der Verbraucher, der verzichtet auf sein Recht, weil er gar nicht diese Maschine bedienen kann, weil er kein Geld hat, auch für Rechtsanwälte. Also da muss man dringend was machen. Und haben Sie den Eindruck, der Widerstand wächst? Man hat eine Polarisierung der Bevölkerung erlebt. Also ich habe natürlich viel mit Menschen zu tun, die sagen vielen Dank und das ist schön, dass Sie sich da einsetzen und wir denken auch so. Also zu mir trauen Sie sich das zu sagen, aber vielleicht trauen Sie sich nicht, das mit Ihrem Nachbarn zu diskutieren, weil Sie Angst haben, sich mit Ihrem Nachbarn, der brav seine Maske aufsetzt und keine Fragen stellt, sich mit dem zu verderben. Und ich habe das im eigenen Bekanntenkreis erlebt, dass Leute, die ich unheimlich nett finde, dass die plötzlich Schwierigkeiten mit mir haben, weil ich das in Frage stelle, was sie so ganz verinnerlicht haben. Und das ist eine schreckliche Situation. Und das habe ich von ganz vielen gehört, dass das in den Freundeskreisen überall passiert. Und allein das ist schon so ein großer Schaden. Das ist so schade. Und ich würde mich freuen, wenn man da auf eine Art, dann, wenn man zu einer Art finden würde, der Behandlung und der Diskussion, die auch vorgemacht wird durch die Medien. Die Medien haben eigentlich ja die Rolle, dass sie solche unterschiedlichen Positionen, die in der Bevölkerung da sind, dass sie denen auch das Wort geben und dass man die Leute sehen können, diese Argumente, dass da Vertreter sind in den Medien, die diese Diskussion praktisch vormachen. Und die zeigen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, dass man eventuell sogar Kompromisse finden kann. Also so gut moderierte Foren oder
wo diese Dinge dann wirklich diskutiert werden können und wo die beide Meinungen zu Wort kommen, die haben wir nur in Randmedien. Wir haben diese Polarisierung auch der Medien. Wir haben die Medien, die ziemlich ähnliche Dinge berichten und die einseitig berichten leider. Und auf der anderen Seite gibt es die Medien, die anderseitig berichten. Das ist eigentlich schade. Da findet keine Auseinandersetzung direkt statt, face to face. Und das fehlt in Deutschland. Das wünsche ich mir auch, dass wir das haben. Und Sie als Person, wie wollen Sie weiter kämpfen, sage ich jetzt mal, oder weiter da Ihren Widerstand zeigen? Oder sind Sie, also, haben Sie genug? Oder ich weiß es nicht. Na, ich bin ja jemand, der sich für seine Überzeugung immer eingesetzt hat. Und das fällt mir leicht, weil ich gemerkt habe, dann kann ich am besten leben, wenn ich das tue. Wenn ich mich nicht für meine Überzeugung einsetzen würde, würde ich mich verbiegen und dann würde ich mich nicht wohlfühlen. Also von daher, ich kann das gar nicht anders.